So, hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FeeZBeast Infinity Wolf Skyblock Expert Mode. Ja, wir stehen hier gerade auf unserem fetten Schornstein aka Schmelze und ich zeige mal wieder, was sich verändert hat. Nämlich, ich habe mal hier an unserer Geometer-Fabrik ein bisschen rumgearbeitet. Da sieht es so aus. Das Einzige, was wir jetzt eigentlich noch machen müssen, sind da und da zwei Maschinen hinstellen. Beziehungsweise insgesamt 6 Maschinen hinstellen. Und die ganze Geschichte mit Strom verbinden. Denn ich kann hier jetzt nämlich, ich habe hier hinten eine MFSU gebaut, wo dann hier der ganze Strom reinfließt. Der wird dann automatisch hier in den Mass Fabricator ausgegeben, der dann uns schön Geometer produziert. Und daraus mal schauen, ob ich den Tank lasse oder doch lieber einen Endertank hinklatsche, der dann halt direkt in jede Maschine führt. Aber ehrlich gesagt, das machen wir später irgendwann mal. Aber ich kann jetzt theoretisch schon die Maschine einschalten, dann leuchten die Lichter auf und die Maschine funktioniert. Aber ich lasse es erstmal aus, denn erstmal hat es keinen Strom, erstmal brauchen wir es nicht. Dann habe ich hier jetzt eine weitere Paria Laser hinzugefügt und hier ist noch ein weiterer Slot frei. Und hier ist mal Slightly Larger Chests hingemacht, wo 2 Pulsating Chipsets drin sind. Pulsating Chipsets? Wofür brauchen wir die denn? Naja, egal. Aber was kommt hier hin? Da kommt der Integration Table hin. Voll geil. So wird er gecraftet. Der kommt da hin. Den brauchen wir für Sachen. Das zeige ich euch später, wofür wir das brauchen. Hier habe ich noch mal ein bisschen den Weg bisschen ausgebaut. Der ist jetzt ein bisschen breiter. Vorher ging der Zaun ja, glaube ich, irgendwie hier so lang oder irgendwie hässlich. Ich habe hier mal das ganze Scrap. Wir hatten ja irgendwie mehrere. Ich habe 6, 7 Dia-Kisten voll mit Scrap. Und das habe ich jetzt mal alles hier drin, unsere Scrap-Box, unsere Scrap-Drawer gemacht, der automatisch daraus die Scrapboxen herstellt. Wir könnten echt mal so eine Scrapbox-Opening-Folge machen. Und ich muss mal schauen, dass ich ein paar mehr Upgrades mache. Ja, ich habe hier den Weg ein bisschen erweitert. So, dann fliegen wir weiter. Ich schmelze gerade übrigens auch noch Sachen ein. So, da ist ein Schaf gespawnt, sehr schön. Ich habe hier jetzt mal eine sehr pompöse Treppe gemacht, die komplett aus Gold ist. Voll geil. Passt ja auch zum goldenen Glas. Und wir haben einen kompletten Reinforced Tank voll mit Pink Slime. Pink Slime. Wir können uns jetzt schon einen Laser-Duel herstellen. Wir haben genug Pink Slime. Wir müssen das nur noch irgendwo hinstellen und warten, bis Slime spawnen. Dann haben wir schon Pink Slime und ja. Und wir hatten also, ich hatte so viel Pink Slime, dass ich jetzt einfach noch einen Draw gemacht habe mit dem Meatpacker. Der ist jetzt aus dem Pink Slime Meat Nuggets herstellt. Und hier habe ich mal das Safari Net Reusable hingestellt. Denn ich habe mal hier so ein bisschen unsere Produktion ein bisschen reduziert. Vorher war das ja alles komplett voll mit Kühen. Genauso wie das, da waren hunderte von Kühen sicherlich. Und jetzt habe ich es ein bisschen reduziert. Wir verbrauchen jetzt zwar weniger Wheat. Aber dafür, das Gute ist halt, dass es jetzt reduziert ist. Normalerweise war es halt immer so, dass die Kühe auch hier außen überall noch waren, weil sie sich durch das Glas durchgeglitscht haben. Gegenseitig halt durchgeschoben haben. Und jetzt kann es halt nicht mehr passieren, weil halt nicht genug Kühe da sind, die sich dann gegenseitig rausschubsen. Ja, und wir haben jetzt schon durch die Kuhfabrik 138 Level hergestellt. Und hier habe ich ein paar Conveyor Belts gemacht, dass, falls die Kühe sind und hier die Treppen hochlaufen, dass dann automatisch hier wieder ins Becken fallen und dann sterben. Ne? Ja, auf jeden Fall übrigens, wir haben hier jetzt schon 82.700 Kacke, 9.678 Meat Ingots, ein Safari natürlich reusable und 143 Meat Nuggets. Voll geil. Soll ich noch was zum zeigen? Ja, ich habe noch was zum zeigen. Nämlich das. Was genau ist das? Das ist ganz schön groß. Ich habe extra hier die Botanie-Ecke ein bisschen nach hier hinten verschoben. Genauso wie die Thorncroft-Ecke.
Botania müsste sich vielleicht noch verschieben, aber da ist halt dieses Petal, diese Apothecary, und die will ich halt nicht verschieben, weil hier drunter halt das Nachfüllteil ist, was ich glaube ich noch gar nicht gezeigt habe. Ich habe mal vor längerer Zeit einen automatischen Nachfüller für die Apothecary gebaut. Der funktioniert so. Oh, come on. Scheiße. Jetzt habe ich den verschoben, weil ich aus Versehen mit dem Wrench drauf geklickt habe. Warte. So. Auf jeden Fall. Hier ist ein Autonomous Activator, der hier nach unten reinführt. Und hier ist auch noch ein Autonomous Activator. Dieser Autonomous Activator hat Wassereimer. Der klickt automatisch das Wasser in die Petal Apothecary, die genau über dem Autonomous Activator ist. Wenn hier ein leerer Eimer ist, erkennt es diese leider fluctuating Item Duct. Das wäre ja das, was nicht so ganz geklappt hat. Kriege ich aber nicht hin, weil ich das nicht verkabeln kann. Beziehungsweise ich muss dann hier raus aus irgendeinem Marble ein Cover machen, das sieht ja dann scheiße aus. Hier, wenn halt ein leerer Eimer drin ist, was ja entsteht, wenn ein Wassereimer auf eine leere Wasser. Aber wenn halt auf die Apothecary geklickt wird, entsteht ein leerer Eimer. Der wird von hier weggesaugt in diesen Autonomous Activator. In diesem Autonomous Activator, also dieser Autonomous Activator, rechtsklickt hier mit einem Eimer in die Wasserquelle. Und wenn ein Eimer drin ist, also wenn hier ein Wassereimer drin ist, wird der durch das Kabel, was da drüber ist, wieder hier reingeführt. Und das dann immer so weiter. Ja. So funktioniert dieser Wassernachfüller. Der ist eigentlich voll easy, weil man kann da keine Pipes anschließen. Weder Buildcraft noch Thermal Expansion noch Immersive Engineering, gar keine Pipes. Keine einzigen Pipes kann man hier anschließen. Deswegen habe ich das halt so gemacht. Naja, auf jeden Fall. Das, meine Freunde, ist ein Blutaltar auf Level 4. Oder auf Tier 4. Beziehungsweise noch nicht ganz, denn uns fehlt noch eine wichtige Sache. Und die befindet sich in dieser Wooden Storage Crate. Bam! Ich habe hier ein paar Sachen reingelegt. Nämlich unter anderem hier das Crafting-Rezept für den Blutaltar. Aber was ist das? Mal schauen, was das ist. Ich craft das mal hier zusammen. Woven Wood. Stone Bricks. Exhale of the Horned One. Ich glaube, das war hier. Breath of the Goddess. Und Water Bottles. Oh, Altar von Witchery. Geht das so? Nein. Und noch ein Altar von Witchery. Ja, jetzt 4 Altars von Witchery. Und damit hätten wir eine Sache komplett. 2 Mana Steals, 1 Tune Stone, 4 Altare, 1 Alchemical Furnace und Living Rock Slabs. Leute. 1 Living Rock Slab. 1 Alchemical Furnace. 1 Tune Stone. 2 Mana Steal. 4 Altare. Wir haben den Blattaltar. Yay. Wir haben ein hardcore mächtiges Item. Ja, den können wir jetzt hier hinstellen. Ich brauche mal ganz kurz einen Hilfsblock. So, Feuer aus. Ich habe hier übrigens mal ein Emerald Drawer hin. Also das. Aua. Na toll, jetzt brenne ich. So, kann ich mich hier schön löschen. Ich habe hier mal in den Drawer einfach mal alle Upgrades, die es gibt, eingefügt. Bis hin zum Emerald Upgrade, der 127 Slots provided. Jetzt 127 Slots für Upgrades und natürlich, was habe ich hier Upgrades reingepackt? Nur Storage Upgrades. Der kann jetzt 8192 Stacks speichern oder 524.288 Items. Ja, warum denn nicht? Aua, ich bin schon wieder. Scheiße. Ja, hier ist halt Blazing Pyroteam drunter. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht gezeigt. Hier ist das Blazing Pyroteam drunter. Die heißeste Flüssigkeit, die es im gesamten Spiel gibt. Dadurch habe ich jetzt einen Melting Speed von 7 hier in den Crucibles. Vorher, glaube ich, mit Lava hatte ich, glaube ich, 2 hier. Jetzt habe ich 7. Ne?
Merkt mal, wie heiß das ist. Und übrigens, fällt euch was auf? Irgendwas ist ja auch anders, oder? Das ist eine Frame Chest. Ja, ich habe mir eine Marvel Chest sozusagen hingepackt. Also halt von Bibiocraft gibt es halt hier diese Frame Chests und diesen Oak Furniture Pendler. Übrigens, ich habe hier mit DecoCraft angefangen. Das zeige ich euch gleich noch. Ich glaube, das habt ihr aber schon gesehen. Auf jeden Fall, hier kann man eine Frame Chest reinpacken. Hier einen Block. Und dann entsteht hier eine Kiste, die die Textur von diesem Block hat. So ein bisschen wie Carpenters Blocks, nur in geil. Und ihr habt sicherlich schon gesehen, was ist denn das hier? Warte mal, wollte ich nicht in diese Ecke eine Küche reinbauen? Ja, ich habe schon ein bisschen mit angefangen. Ich habe jetzt von DecoCraft aber Kühlschränke hier gebaut. Ich wollte ja seit, ich weiß nicht, 20, 30, 40 Folgen ja eine Küche einbauen. Habe ich aber nie gemacht, weil ich eine Aufnahme machen wollte, aber nie eine Aufnahme gemacht habe. Jetzt habe ich hier Kühlschränke hingepackt. Und diese Kühlschränke haben was Besonderes. Fällt euch was auf? Ja, genau. Die haben eine Cryotium Coolant Unit. Jeder, die Kühlschränke. Übrigens, habe so ein bisschen eine Sortierung gemacht. Hier ist Gemüse drin. Hier sind so Obst, Nüsse, Zeug drin. Und hier ist so alles Sonstige drin. Und diese Cryotium Coolant Units sind von Simply Jetpacks. Normalerweise benutzt man die für Jetpacks, für die Flux Infused Jetplate, die beste. Damit die gekühlt wird, damit die nicht überhitzt und explodiert. Dafür werden diese Cryotium Coolant Units normalerweise benutzt. Ich benutze zum Kühlen von Gemüse. Ja gut. Übrigens, wie werden die gecraftet? Kennt man ja noch. 4000 MB Gelid Cryotium und die Cryotium Coolant Unit Empty. Wie verkauft man die? 4 Flux Electrum, 4 Tin, 1 Halm Glas. Aber warte mal, 4000 MB, war denn nicht irgendwas? Ja, 250 MB. Ihr braucht da 48 Cryotium, um die ganzen Coolant Units zu befüllen. Und so wird's gecraftet. Snowball, Salpeter, Zeniter, Electrotine und Bliss Powder. Bliss Powder, Schneeball und 2 Redstone. Weiß man ja noch. So, auf jeden Fall, jetzt will ich mich erst ehrlich gesagt um den Blutaltar kümmern. Habe ich den Block genommen? Nein, habe ich nicht. War doch klar. So, ein Cobblestone, der wird gleich abgebaut. So, der kommt hier in die Mitte. Darauf kommt der Blutaltar, der voll geil aussieht. Cobblestone wird wieder, abgebaut. Bams. Und das ist der Blutaltar. Blutaltar, Blood Magic, Alchemical, Wizardry. Ja gut. Aber was soll das alles hier drumherum? Das soll ich später. Vielleicht sogar in der nächsten Folge. Aber wir craften erstmal das. Naja, das hier. BZ. Warte mal. Wir brauchen jetzt. Nein. Jetzt habe ich gerade aus Versehen Logic Manager geöffnet. Wir brauchen hier einen Blood Orb. Aber wie kriege ich einen. Ich brauche den Blattaltar. Ich brauche erstmal einen Mana-Diamanten. Bams. Den kann ich hier jetzt schon mal reinlegen. Man kennt es ja vielleicht noch von Agrarian Skies. Ach, warte mal. Decke auf Sacrifice. Nein. Sacrificial Orb. Der war's. Genau. Eine Mana Pearl und 1000 Millibuckets Blood. Ja, gut. Wie viel sind das? Das sind 160. Ja, gut. 1000 durch 160. 160 sind 6,25. Ich brauche 7 Blood Orbs. 7, da sind die. Ich habe ja genug hier. 7 Blood Orbs. Und wie macht man eine Mana Pearl? Ah ja, Ender Pearl im. Ja gut, easy. Easy. Bam, wir haben ja genug. 5660 Ender Perlen haben wir noch. Das reicht erstmal für eine Zeit. Und Bams! So, Problem ist, die Smelty ist gerade in Benutzung. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich kann schon das Blut einschmelzen. Und gerade mal ganz kurz hier auf Pause machen. Gleichzeitig nochmal die Mana Pearl hier reinlegen. Blut kommt runter. Bams! Und wir sehen, wie die Mana Pearl mit Blut getränkt wird. Und dort entsteht das Sacrificial Orb.
Und scheiße. Bams. Weg damit. So. Die Ärzte sind übrigens vom Dust einschmelzen, beziehungsweise 1-7. Und jetzt haben wir ein Sacrificial Orb. A slight waning feeling tickling your fingers, was? Ja gut. Auf jeden Fall, wir haben jetzt einen Mana-Diamanten und Beef Wellington. Nein, ein Sacrificial Orb. Ich bin low life. Ich soll das vielleicht noch nicht machen. Ja. Ich würde mal sagen, ich regeneriere erstmal. Bis gleich. Ich glaube, das genügt erstmal. Und ich würde mal sagen, das wird jetzt ganz schön wehtun. Au. Ah. 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 Mm. Boah, tut das weh. Ah. Ah. Au. Ah. Boah, tut das weh. Ah. Mm. Boah, Alter. Das schmerzt so sehr. Ah. Boah, tut das weh. Nein! Ernsthaft. 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 Das ganze Blut, was wir benutzt haben. Nein. Junge. Oh Mann. Oh Mann. Warte mal, wenn ich den Mana-Diamanten rausnehme, geht das Blut dann wieder weg? Ich glaube, ne? Ich glaube, das stört sich darin nicht, oder? Ja, sicherlich nicht, oder? Oder? Ich glaube, das stört sich darin, oder? Oh, zum Glück, das stört sich darin. Jo, das stört sich darin. Nice one. So. Dann stört erstmal ein bisschen Blut und warte, bis ich den Mana-Diamanten reinpacke. Denn, wie viel kostet das? Mana-Blaster. Okay. Elven Trade, Blattaltar. 2000 LP. Wie viel kriege ich denn, wenn ich mich einmal hier so sacrifice? Weiß ich halt gar nicht. Ne, auf jeden Fall, das daraus wird ein, ein Hua. Wenn ich den Diamanten da reinpacke, dann habt ihr gesehen, kriegen wir ein Weak Blood Orb raus. Und den brauchen wir, um, Blut in unserem Seelennetzwerk zu speichern. Und dieses Seelennetzwerk, dieses Blut im Seelennetzwerk brauchen wir, um Sachen herzustellen. Und diese Sachen brauchen wir, um Nether Stars herzustellen. Huch. Nether Stars. Uncharged Nether Star. Charged Nether Star. Den brauchen wir für. Für Dinge. Dinge. Hallo? Das ist hier. Brauchen wir für Dinge. Dinge. Ja, wir sind gerade so nah am Ende. Der tut schon fast weh. So nah sind wir am Ende. Halbes Herz. Ja, ich weiß nicht genau, wie viel Blut. Ich muss nochmal schauen in der Wiki, wie viel Blut ich dadurch einmal sacrificen kriege. Da weiß ich, wie oft ich mich ungefähr sacrificen muss, damit hier alles voll ist. Man kann natürlich noch unterm und überm Blattaltar noch bestimmte Rituale vollführen, damit das Blutzapfen automatisch passiert, beziehungsweise von Monstern. Man könnte theoretisch hier drüber eine Monsterfalle machen, die dann und die Monster, die dann darunter fallen, werden automatisch geopfert. Und dann wird daraus Blut gemacht. Das wird in einem Tank gespeichert. Und wenn ich es brauche, wird es dann hier in den Blutaltar geführt. Bam, bam, bam. Ne? So kann es laufen. Ja, es regnet. Wir sind in der Überlänge. Ich würde mal sagen, ouch. Schade, dass man den nicht so wie bei Elgon's Geist sich da bewegt hat. In Elgon's Geist hat man diese Effekte ja gehabt. Das war so geil. Diese Hunger-Nausea-Effekte. Die vermisse ich hier gerade so mega. Weil das war richtig lustig dann. Das war ja richtig cool dann. Mit dem ganzen Self-Sacrificing. Ne? Wenn man jetzt auf halbem Herz war, hat man damals immer Nausea gekriegt. Also hier, dieses
Übelkeit, wenn das Bild so komisch rumschwabbelt. Das war geil. Aber naja, auf jeden Fall, was für blutige Rituale wir vollführen, sehen wir in der nächsten Folge. Ciao.